Bayerisches Staatsballett II. Eine Kooperation dreier Institutionen für den Tanz der talentiertesten Junioren. Bei der Planung der Aufgaben des Bayerischen Staatsballetts II, der Junior Company, gehen wir erstmal von den Tänzern aus, um zu sehen, was brauchen sie, was bringt sie weiter. Also unser Interesse, glaube ich, war vor allen Dingen, den jungen Tänzern die Möglichkeit zu geben, Repertoire zu lernen auf der einen Seite, also das große Repertoire des Bayerischen Staatsballetts, und dass sie gleichzeitig aber auch ein eigenes Repertoire erlernen, und zwar eines, das sowohl von der Klassik getragen wird, als auch von der Moderne. Guten Morgen, meine Damen und Herren, guten Morgen, liebe Kinder. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Unsere junge Kompanie wird ein Jahr alt. Ein Jahr Junior-Kompanie. An der Münchner Ballettakademie wird als Grundlage für alle Stile die klassische Technik nach der Vaganova-Methode gelehrt. Diese wurde an der Schule des Mariinsky-Theaters, der Wirkungsstätte Marius Petipas, entwickelt und verbreitete sich von St. Petersburg aus auch in der westlichen Welt. In den Matineen der Heinz-Bosel-Stiftung zeigt die Ballettakademie München traditionell die Leistungen aller Altersstufen. Neuerdings tanzen 16 ausgewählte Junioren Vorstellungsserien und Tourneen, die sie als Bayerisches Staatsballett II bestreiten. Die Junior Company besteht aus Mitgliedern von der Meisterklasse von unserer Ballettakademie, von der Hochschule, und Volontären von dem Bayerischen Staatsballett. Jetzt hat das Kind einen Namen, der trägt natürlich auch nach außen. Es ist was anderes, ob man Junior Company heißt oder Bayerisches Staatsballett II. Das ist ein Namensträger, das ist wie so ein Biostempel. Ja. Die Probenräume der Junioren des Staatsballetts sind in der Münchner Herzogstraße, wo die Heinz-Bosel-Stiftung auch ein Wohnheim für ihre Stipendiaten hat. Dort beginnt jeder Tag mit dem klassischen Training. Ich habe ja mein Leben, seit ich aufgehört habe zu tanzen, nichts anderes wie Pädagogik gemacht. Und ich würde sagen, wenn man mein Alter erreicht hat, dann muss man ungefähr wissen, wo die persönliche Stärke liegt. Und ich denke, die liegt bei mir im Herausfinden der Talente, im Bauen der Rollen bei diesen jungen Menschen. Das Wichtigste für mich ist, dass durch die größere Flexibilität dieses Ensembles natürlich viel mehr Gastspielangebote wahrgenommen werden können. Eigentlich lebt oder führt diese Kompanie ihr eigenes Leben. Und so wie diese Spielzeit aussieht, werden sie es oft in Deutschland zeigen können. Wir haben natürlich nebenbei unsere eigene Vorstellung, so muss man das alles koordinieren. Das ist für die Jugendlichen besser, weil sie kommen öfter und auf unterschiedlichste Bühnen, ein ganz wesentlicher Punkt. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass die Juniors jetzt eben wirklich über Land reisen können, jetzt eine erste Deutschlandtournee machen, in kleineren Städten auch, auf kleineren Bühnen, für die diese Stücke wunderbar geeignet sind. Neben seiner Attraktivität ist die choreografische Sprache eines Stücks für dessen Aufnahme ins Repertoire der Junioren des Staatsballetts entscheidend. Basiert es, wie Terenz Kohlers Intermezzo, auf der klassischen Technik, ist es als Baustein einer universellen Ballettausbildung geeignet. Mein dramaturgisches Interesse ist einfach auch, dass die Jungen durch die Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Choreografen ganz neue Stile kennenlernen. Und ganz unterschiedliche Handschriften. Klassisches Ballett, modernes Ballett, zeitgenössisches Ballett, Barfuß, Schläppchen, Hip-Hop, alles. Um schnell für alle ästhetischen Anforderungen fit zu werden, darf auch der Spaß nicht fehlen.
Nicht ohne Grund vertraut ein weltweit gefragter Choreograf wie Gigi Kilian sein modernes Tanzidiom nur klassisch ausgebildeten Tänzern an. Ich habe immer beobachtet, dass die Zeit, um junge Tänzer auszuwählen, in den Audition, bei dem Vortanzen viel zu kurz sind. Und um länger mit ihnen zu arbeiten, was bietet sich mehr an als diese Junior-Kompanie? Interesse daran ist von unserer Seite, von der Ballettakademie, Studenten so in die Junior-Kompanie mit reinzubringen, damit Herr Liska sie auch observieren kann. Jetzt habe ich 4 junge Tänzer von dieser Kompanie engagieren können, weil ich sie 1-2 Jahre beobachten konnte, sowohl in dem Repertoire des Staatsballetts als auch in dem Repertoire der Junioren. Die sollten auch noch ein bisschen begleitet werden. Nicht jeder ist sofort fertig, um in eine professionelle Kompanie allein einzusteigen. Und das ist natürlich die Chance, weil die machen da auch weiter Aufführungen. Auch die Einstudierung eines Werks von Nacho Duato macht die Junioren mit einem Stil vertraut, der den Tanz der Gegenwart geprägt hat. Darüber hinaus sollen Stars der zeitgenössischen choreografischen Szene wie Simone Sandroni, Richard Siegel und Slava Samudurov für das Bayerische Staatsballett 2 neue Stücke schaffen. So lernen dessen junge Tänzer noch mehr Bewegungssprachen. Vor allen Dingen sind sie in einem Alter schon in Kreationen eingebunden, in denen andere noch Gruppentänzer ganz hinten sind und vom Kreationsprozess noch weitgehend ausgeschlossen. Doch schon die modernen Stücke des bisherigen Repertoires vor immer wechselnden Zuschauern zu tanzen, verschafft ihnen wertvolle Erfahrungen. So erarbeitet sich das Bayerische Staatsballett 2 neben der Klassik auch Werke aus der Gegenwart, denn seine kooperierenden Leiter wissen, wenn wir die Junioren oder die Studenten erziehen, dass beides in Blick haben müssen, denn wir erziehen sie nicht nur für uns, wir erziehen sie per se. Es ist auch für die jungen Studenten ein Springbrett in eine internationale Kompanie. Auf jeden Fall ist es eine Erziehung, so wie es 2011/12 benötigt wird. Wenn jemand uns anruft, kann ich mal sagen, nee, wir können nicht, aber Sie könnten die Junior-Kompanie einladen. Das ist fantastisch.